Als Frau Berti Bartolotti am Samstagmorgen in ihrem Schaukelstuhl saß und frühstückte, war alles wie immer. Sie trank 4 Tassen Kaffee und aß 3 Brötchen mit Butter und Honig. Mein liebes Kind, du wirst dich jetzt flott anziehen. Und dann an die Arbeit gehen. Anschließend hüpfte sie um den Tisch, um die Brotkrümel aus ihrem Morgenrock zu schütteln. Frau Bartolotti webte die schönsten Teppiche der Stadt. Heute wollte sie endlich die langweiligste Sache der Welt erledigen. Ich werde heute Fransen knöpfen. Aber erst nehme ich ein schönes, heißes Bad. Leider schwammen in ihrer Badewanne 7 kleine und 4 große Goldfische. Die hatte sie gestern aus dem Aquarium herausgeholt. Die brauchten dringend Wasserveränderung. Ich meine, jeder Mensch fährt ja schließlich mal in den Urlaub und macht Reisen. Auch das Waschbecken war belegt. In einer rosa-gräulichen Seifenlauge schwammen eine Jeans und ein Pullover. Dann muss ich mich eben mit einer Katzenwäsche begnügen. Sie schnappte sich einen Wattebausch, tränkte ihn mit einer rosa Flüssigkeit und rieb sich die Schminke vom Freitag aus dem Gesicht. Liebes Kind, und jetzt machst du dich wieder schön. Frau Berti Bartolotti hatte gerade die Kappe von ihrem Lippenstift abgezogen, als jemand an der Tür läutete. So klingeln nur Briefträger, Telegrammboten und Feuerwehrmänner. Oh Gott, ich komme, Augenblick. Ja, hier sieht's aus. Moment, bin schon da. Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse von Christine Nöstlinger. Bearbeitung Judith Reuters. Musik Rainer Quade. Regie Claudia Johanna Leist. Danke. Ciao. Tschüss. Oh mein Gott, so hast du schon wieder. So, mein liebes Kind. Jetzt durchforsche mal dein Gebiss. Oh. Was hast du da wieder bestellt? Frau Berti Bartolotti saß in ihrem Schaukelstuhl und zündete sich eine Zigarre an. Vor ihr stand ein großes Paket. Außerdem Karton 5 Tannennudeln und der Kostprobe Reformmüsli. Hatte ich doch eigentlich nur dieses Sonderangebot mit den verkrummten Druckknöpfen bestellt. So viel wiegen Nudeln, Müsli und Druckknöpfe nicht mal zusammen. Eine Wolle kommt auch nicht in Frage. Sie holte sich eine Schere und schnitt das Paketband durch. Sie riss das Packpapier herunter, öffnete den Deckel und konnte endlich sehen, was in dem Paket war. Ich habe etwa 20 Kilo Corned Beef bestellt. Eine große, silbern glänzende Konservenbüchse mit einem blauen Punkt vorne drauf. Und oben auf dem Deckel klebte ein Brief. Sehr geehrte Frau Bartolotti, anbei die gewünschte Lieferung. Wir bedauern sehr, dass sich die Sache derart verzögert hat. Falls Sie jetzt keine Verwendung mehr für unser Produkt haben, können Sie uns selbiges postwendend und portofrei zurückschicken. Aus hygienischen Gründen dürfen wir aber selbstverständlich nur verschlossene Dosen zurücknehmen. Ja, dann lasse ich die zu. Ich habe nichts bestellt. In der Mitte, quer um den Bauch, hatte die Konserve einen Blechstreifen mit einem kleinen Blech. Berti Bartolotti zog daran und klappte die 2 Hälften der Dose auseinander. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guten Tag, liebe Mutter. In der unteren Hälfte der Konservenbüchse kauerte ein kleiner, schrumpeliger Zwerg. Er richtete sich in einer bläulichen Nebelwolke langsam auf. Liebe Mutter, die Nährlösung ist im Deckel. Nährlösung? Deckel. Liebe Mutter. Bitte, du musst das Pulver in 4 Liter lauwarmes Wasser geben und dann die Lösung über mir ausgießen. Ausgießen. Pulver. Es wäre sehr nett, wenn du dich beeilen würdest. Ohne Nährlösung halte ich mich nicht lange an der frischen Luft. Einige Minuten später goss Frau Bartolotti eine braune, sprudelnde Brühe über den Zwerg.
wurde seine Haut immer glatter. Und am Ende sah er nicht mehr aus wie ein Zwerg, sondern wie ein ganz normaler 7-jähriger Junge. Mit rosa Wangen, strahlend blauen Augen und blonden Locken. Übrigens war er nackt. Als erstes soll ich dir die Papiere und den Empfangsgruß überreichen. Danke. Geburtsurkunde. Konrad Bartolotti. Vater Konrad August Bartolotti. Mutter... Was? Berti Bartolotti. Geburtsort unbekannt. Und das hier ist das noch. Liebe Eltern, unsere Firma hat alles getan, um Ihnen einen erfreulichen, angenehmen Nachwuchs zu gewährleisten. Tun Sie nun das Ihre. Unsere Erzeugnisse sind äußerst leicht zu handhaben. Bitte beachten Sie aber, dass auch ein Instant-Kind so konzipiert ist, dass es Zuneigung braucht. Zuneigung, hm. Ja, und Kleider? Man hat mir gesagt, Kleider werde ich hier bekommen. Hast du nicht mit mir gerechnet? Doch. Ja, ja. Während Konrad schlief, um sich vom Dosenöffnen zu erholen, war Frau Bartolotti in die Stadt gegangen. Sie hatte ihr ganzes Geld ausgegeben, einschließlich ihrer Notreserve und dem Geld für die nächste Miete. Sie hatte ein zitronengelbes Bett für Konrad bestellt, knallbunte Anziehsachen gekauft und 4 Tüten voller Spielsachen, jede Menge Süßigkeiten und eine große Familienpackung Himbeereis. Na? Guten Morgen, Mutter. Hast du fein geschlafen? Gottschikalottchen, was hast du denn da um? Du siehst aus wie ein römischer Feldherr mit der Decke um die Schultern. So, aber jetzt. Pass auf. Ja, komm her und guck dir das an. Frau Berti Bartolotti zog ein Kleidungsstück nach dem anderen aus ihren Taschen. Zum Schluss kamen pinke Turnschuhe mit neongrünen Sohlen zum Vorschein. Die blinkten, sobald man rannte. Gefallen dir die Sachen nicht? Ja, doch. Du machst aber ein Gesicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt Mode ist, aber ich habe lange aus dem Fenster geschaut und die Kinder, die ich habe im Hof spielen sehen, haben ganz andere Sachen angehabt. Dunkelblaue Hosen und braune oder graue Pullover und... Aber nur, weil die Leute so schrecklich langweilig sind. Guck mich an. Ich habe ein selbstgemaltes T-Shirt und auch sonst lauter Sachen, die niemand anderes trägt. Und darauf bin ich stolz. Gut, kein Problem. Ich kaufe dir einfach neue Klamotten. Nein, bitte. Ich möchte nicht, dass du für mich Geld verschwendest. Wenig später saßen Frau Berti Bartolotti und Konrad am Küchentisch vor einem riesigen Berg Himbeereis. Konrad schaute zu, wie seine Mutter das Eis mühsam abtrug und in ihren Magen beförderte. Konrad! Willst du nicht doch was von dem Eis essen? Hm? Darf man Eis nicht nur im Sommer essen? Na Quatsch! Eis schmeckt immer! Und sollte man Eis nicht nur als Nachspeise essen? Entschuldige, mein Herzblatt. Du hast natürlich Hunger. Ich mach dir schnell ein Schinkenbrot und ein Ei. Und, ne? Ich habe keinen Hunger. Die Nährlösung sättigt für 24 Stunden. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man Eis essen darf, ohne etwas Anständiges im Magen zu haben. Himmeldonnerwetter! Du fragst andauernd, was man darf und ob man das darf. Ein 7-jähriger Junge muss das doch. Ich habe aber keine Ahnung, was ein 7-jähriger Junge darf und was nicht. Dann werde ich für heute das Eisessen bleiben lassen und du wirst dich morgen erkundigen, wie das mit dem Eisessen ist. Ja? Ja.
Natürlich, das ist Apotheker Egon. Mit dem bin ich zweimal in der Woche verabredet, weißt du, Konrad? Komm. Frau Bartolotti hatte über den Konrad ganz vergessen, dass heute Samstag war. Egelein, und ich habe ein wunderbares Kind. Komm rein. Zweite Reihe. Erster Rang. Mittelgang. Was hast du gesagt? Guten Abend, mein Herr. Ich heiße Konrad und freue mich, Sie kennenzulernen. Genau. Darf ich vorstellen? Mein Sohn. Angenehm. Frau Berti Bartolotti führte Herrn Egon in die Küche, stellte Kaffeewasser auf und erzählte ihm, was seit dem Morgen passiert war. Fatal. Äußerst fatal. Mehr fällt dir dazu wohl nicht ein. Bitte, Mutter, ich würde gerne mit den Bausteinen spielen, wenn es dir recht ist. Welche Ecke dürfte ich wohl als Spielecke haben? Du kannst überall spielen. In allen Ecken oder mitten im Zimmer oder am Küchentisch. Ich würde gern die Ecke nehmen, in der ich am wenigsten störe. Du störst nirgendwo. Hast du auch die anderen Spielsachen schon gesehen? Ja, danke, das habe ich. Die sind sehr schön. Trotzdem möchte ich mich jetzt erst einmal nur mit den Bausteinen beschäftigen. Es ist besser und vernünftiger für einen 7-jährigen Jungen, sich eine Zeit lang nur auf eine Sache zu konzentrieren. Das wirkt sich auch positiv auf die Schulleistung aus. Sehr klug gesprochen, mein Junge. Wusste ich doch, dass er dir gefallen würde, Egelein. Bitte, darf ich jetzt gehen? Sicher. Du bist ein freier Mensch, Herrgott, Scherti. Was regst du dich auf? So ein wohlerzogener, freundlicher, anständiger, manierlicher 7-jähriger Junge ist ein wahres Labsal. Er braucht ein solides Zuhause, nicht so ein... Überleg dir jetzt genau, was du sagst, Egon. Der Junge braucht eine anständige Erziehung. Anständig? Pah! Und was, bitteschön, ist anständig? Du musst ab sofort viel ordentlicher werden, mütterlicher, ja, und vor allem manierlicher. Du darfst dich nicht mehr so sonderbar kleiden. Ich ziehe an, was mir gefällt. Du musst ab jetzt aufräumen und regelmäßig kochen und darauf achten, dass du nur Sachen sagst, die bei einem 7-jährigen Jungen gut und nützlich sind. Und natürlich musst du auf der Stelle aufhören zu rauchen. Quatsch, doch keine Opern. Siehst du, genau das meine ich. Und ich meine außerdem, dass der Junge einen Vater braucht. Was? Er hat einen Vater. Konrad August Bartolotti. Also steht in der Geburtsurkunde. Das ist sein Vater. Ja, und wo, bitteschön, ist dieser Vater? Soll er doch gefälligst zurückkommen und sich um die Aufzucht dieses herrlichen Kindes kümmern? Kommt nicht in Frage. Der ist da, wo der Pfeffer wächst und da wird er auch schön bleiben. Reg dich nicht auf, Bert. Ich sag ja nur, dass... Junge einen Vater braucht. Entschuldige, Mutter, dass ich euch störe, aber ich möchte jetzt gern ins Bett gehen. Wo bitte darf ich mich waschen? Na, im Bad natürlich. Halt, warte einen Moment. Es ist ja auch schon so spät, nicht wahr, Egelein? Sag dem Herrn gute Nacht, mein Sohn. Ich komme dann gleich. Aber... Auf Wiedersehen, Herr Egon, und schlafen Sie gut. Wirklich, ein 7-jähriger Junge muss ja bei Zeiten ins Bett. Und eine manierliche Mutter bringt ihren 7-jährigen Sohn ganz in Ruhe und vor allem voller Zuneigung ins Bett. Zuneigung, mein lieber Egon, ist nämlich das A und O in der Kindererziehung. Herr Egon ging nach Hause, in die Wohnung, die direkt über seiner Apotheke lag. Frau Bartolotti rutschte im Bad auf den Knien herum. Nachdem sie Jeans und Pulli ausgespült und aufgehängt und das Waschbecken geputzt hatte, wischte sie jetzt auch noch den Fußboden. Sie kam sich sehr heldenhaft vor. Natürlich bin ich ordentlich und anständig. Wer jemals etwas anderes behauptet hat, der kennt mich schlecht. Soll ich dir helfen, Mutter? Ein 7-jähriger Junge ist durchaus in der Lage, kleine Haushaltsarbeiten zu übernehmen. Nein, danke. Konrad stand in seinem herzchengemusterten Schlafanzug an der Tür zum Badezimmer und sah zu. Tada! Bitte sehr, der Herr. Das Bad ist gerichtet. Die Goldfische wandern morgen zurück ins Aquarium. Entschuldige, Mutter. Und womit bitte darf ich mir die Zähne putzen? Als Frau Berti Bartolotti am Sonntag früh aufwachte, saß Konrad bereits gewaschen und gekämmt am Tisch. Das hier,
die eine Stelle, Zähne müssen die und die. Guten Morgen, Konrad. Na, was spielst du? Ich spiele nicht, ich überrechne. Ich werde doch wohl ab morgen in die Schule gehen. Da ist es gut, wenn ich ordentlich vorbereitet bin. Oh, was hätte ich darum gegeben, nie in die Schule zu müssen? Frau Bartolotti kochte Kaffee und Kakao, machte Rührei und Heringssalat und für Konrad einen Pfannkuchen mit Schokocreme. Manierlich. Mütterlich. Sie legte ein grün-rosa geblümtes Tuch auf den Tisch und stellte das Glas mit Petersilie und Schnittlauch in die Mitte. Aber vor allem ordentlich, ja. Nein, noch mehr vor allem manierlich. Konrad trank den Kakao, aß den Pfannkuchen, das Rührei, den Heringssalat, ein Brötchen und... Heute hast du aber Hunger. Nein, ich bin schon sehr satt. Ich habe eigentlich schon Bauchschmerzen. Na, dann hör doch auf. Bitte. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und vor allem, was auf dem Teller ist. Ach, du großer Gott. Ja, damit. Bartolotti sprang vom Stuhl auf und räumte schleunigst alle essbaren Dinge vom Tisch. Konrad, es macht doch keinen Sinn, so viel zu essen, dass man Bauchschmerzen bekommt. Oh doch. Wenn ich nicht aufesse, habe ich zwar keine Bauchschmerzen, dafür aber bin ich bedrückt, weil ich umgezogen war und nicht brav aufgegessen habe. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. In der Fabrik hatten wir viele Vorbereitungskurse. Ich habe Lesen und Rechnen gelernt und natürlich vor allem, wie man sich manierlich benimmt. Oh, manierlich. In der Endfertigungsabteilung hatten wir ein Unterrichtsfach, das hieß Schuldgefühlstunde. Nur Instant-Kinder, die perfekt darin waren, durften die Fabrik verlassen. Bisher war ich immer stolz auf das bedrückende Gefühl. Aber du schimpfst und fluchst und freust dich, glaube ich, nicht besonders darüber. Und eigentlich sollen wir uns zwar gut benehmen, aber wir sollen ja auch darauf achten, dass unsere Eltern Gefallen an uns haben. Und eigentlich darf ich nur im Notfall über die Fabrik reden. Entsetzlich. Das ist ja grauenvoll. Frau Bartolotti hob Konrad hoch und stellte ihn mit den Füßen auf seinen Stuhl, sodass er und die Frau Bartolotti genau gleich groß waren. Mein Sohn? Wie fühlt sich das an? Gut, allerdings denke ich nicht, dass ich besonders brav war und... Deine Mutter ist aber sehr zufrieden mit dir. Wirklich? Ja, wirklich. Wünsch dir was. Sag mir, was du heute machen willst und wir machen es. Ich möchte bitte die Schulbücher der 2. Klasse durcharbeiten, damit ich gut vorbereitet bin. Bitte... Kennst du nicht dein Kind, das in die 2. Klasse geht und das du fragen könntest, ob es mir seine Schulsachen für heute ausleiht? Also war Frau Berti Bartolotti nach dem Frühstück eine Etage tiefer gegangen und hatte sich von Kitty Rusika alle Schulbücher ausgeliehen. Jetzt saß Konrad im Wohnzimmer, schrieb und rechnete und Frau Bartolotti saß im Arbeitszimmer und war wild entschlossen, ihren Teppich fertigzustellen. So, mein liebes Kind... Und jetzt knüpfst du endlich die Fransen an das gute Stück, damit schleunigst wieder Geld reinkommt. Sie nahm die große Wollschere, um ein Büschel Fäden auf die richtige Länge zu schneiden. Verflixt und zugenäht. Das wird schon wieder. Du? Was machst du denn hier? So? Ich hoffe, ich störe euch nicht. Du störst natürlich nicht, aber... Samstag war gestern und Dienstag ist erst übermorgen. Das spielt doch jetzt gar keine Rolle mehr. Ich dachte mir, dass der Konrad vielleicht einen Sonntagsausflug machen möchte, in den Zoo zum Beispiel, oder... Also ich muss jedenfalls weiterarbeiten. Ja, Konrad. Was hältst du denn? Aber kurz darauf saß Herr Egon bei Konrad am Tisch und arbeitete mit ihm die Schulbücher durch. Frau Bartolotti saß an ihrem Teppich und kam sich ziemlich überflüssig vor. Dann steckten Konrad und Apotheker Egon ihre Köpfe durch die Tür. Bertilein, wir haben dir etwas...
etwas mitzuteilen. Herr Egon legte seinen Arm um Konrads Schulter und richtete sich stolz auf. Ich bin jetzt sein Vater. Hä? Ja, der Konrad ist damit einverstanden. Ja, bitte, Mutter, das stimmt. Aha. Und das noch etwas. Das Kind ist so gescheit. Das gehört nicht in die erste, sondern mindestens in die dritte Klasse. Quatsch mit Soße. Ein siebenjähriger Junge und gleich in die dritte. Doch, wenn man so gescheit ist wie mein Konrad. Dein Konrad? Entschuldigung, unser Konrad. Mein Konrad, meine ich. Wir wollen nicht streiten und schon gar nicht vor dem Kind. Ach, du gehst mir auf die Nerven, Egon. Komm, Konrad, nimm deine Mütze, wir gehen noch ein bisschen raus. Deine Mutter ist heute nicht allzu gut gelaunt. Auch am nächsten Tag war Frau Bartolotti nicht allzu gut gelaunt. Das kam von der Aufregung. Mach dir doch bitte keine Sorgen, Mutter. Meine Schulzeugnisse sind einwandfrei. Ich gehe auch gerne in die zweite Klasse, obwohl Vater sicherlich recht hat und meine Kenntnisse für die dritte reichen. Vater also. So, Jahreszeugnis. Mathe, sehr gut. Deutsch, sehr gut. Betragen, sehr gut. Du bist ja überall sehr gut. Das gehört bei Instant-Kindern zur Grundausstattung. Der Schüler Konrad Bartolotti ist geeignet, in die Klasse aufzusteigen. So, naja, was trage ich denn da jetzt ein? Schreibe nur ruhig, sehr gut geeignet, in die dritte Klasse aufzusteigen. Deutsche Schule zu Kea, Kongo. Also Konrad, das glaubt doch kein Mensch. Doch, das Zeugnis gilt. Die Lehranstalt in der Fabrik war eine Filiale der Schule in Kea. Tatsächlich war die Direktorin begeistert, einen neuen Schüler zu bekommen, der so hervorragende Leistungen vorzuweisen hatte. Sie nahm ihn gleich mit in ihre dritte Klasse, die aus einer fatalen Mischung von Rabauken und Trantüten bestand. Der Konrad kam ihr da sehr gelegen. Mittags, punkt 12, ging Frau Bartolotti zur Schule, um Konrad wieder abzuholen. Vor dem Schultor stand Herr Egon. Egilein! Was zum Kuckuck machst du denn hier? Ich wusste ja nicht, ob du den Konrad abholst. Sonst bist du ja immer so unzuverlässig. Also, was? Leute wie du schieben einem einfach alles in die Schuhe. Nur weil ich Teppiche webe, bunte Klamotten trage und kein Blatt vor den Mund nehme, soll ich unzuverlässig sein? Ha, das ist doch... Also das ist eine bodenlose Frechheit, Egon. Das ist... Leise, ich weiß gar nicht, leise, was... Leise, 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 bitte. Die Leute gucken schon. Konrad! Lass dich doch von denen nicht ärgern. Hier bin ich! Schade, Papa. Ich freue mich, dass du auch kommen konntest. Und? War's schön. Hast du schon eine Eins bekommen, mein Sohn? Das ist doch völlig wurscht. Hallo, Konrad. Schade, dass du nicht mit mir in der zweiten bist. Heute Nachmittag feiere ich meinen Geburtstag. Wenn du willst, kannst du hier runterkommen. So um drei. Da bedanke ich mich schön für die Einladung. Das war doch diese Kitty Rusika, nicht? Nun? Ich möchte nicht, dass der Konrad mit dir Umgang hat. Sie hat mir nämlich schon mehrmals die Zunge herausgestreckt. Ja, sie ist kein manierliches Kind. Ach Quatsch, keine Opern. Sie ist ein ganz normales Kind. Und hübsch ist sie auch, nicht, Konrad? Liegt dir denn etwas daran hinzugehen? Ich weiß nicht. Unangenehm ist mir die Kitty nicht. Sicher wäre es auch sehr nützlich für mich, wenn ich lernte, mich etwas kindlicher zu verhalten. Sonst könnten leicht Gerüchte aufkommen. Und in der Fabrik hieß es immer... Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ja, das mag ja sein, aber... Nix aber. Konrad, die Sache ist ganz einfach. Wenn du heute zur Kitty gehst, bist du mein Sohn. Bleibst du zu Hause, bist du sein Sohn. Kapiert? Ja, Mama. Am Nachmittag ging Konrad runter zu Kitty. Sie führte ihn ins Wohnzimmer und zeigte auf einen freien Stuhl an der Geburtstagstafel. Direkt daneben saß Florian aus seiner Klasse. Und als Konrad sich setzen wollte, zog Florian ihm heimlich den Stuhl weg. Konrad landete direkt auf seinem Bauch. Ihr seid gemein. Wer sich nicht benimmt, fliegt raus und kriegt keinen Kuchen mehr. Kapiert? Nachdem sie eine Menge Kakao getrunken und Kuchen gegessen hatten, wollte Kitty ihr neues Ratespiel spielen. Also setzten sich alle auf den Boden in einem Kreis und packten die Karten aus.
So, jetzt können wir anfangen. Wo steht der schiefe Turm von Pisa? Was denn das für ein Quatsch? Schiefe Türme gibt's nicht. Oh doch, Florian. Der schiefe Turm von Pisa steht in Pisa. Pisa liegt in Italien. In der Toskana. Ich glaub, mein Schwein fast weiß. Genau dort, wo der Arno in die Ligurische See mündet. So ein Klug. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war Pisa ein Stadtstaat. Heute mit seinen 90.000 Einwohnern. Konrad, woher weißt du das alles? Der lügt doch. Ja. Ein Weichschatz. Ein Hund. Scheiße. Das würde ich mir ja nicht gefallen lassen. Los, Konrad, zeig's ihm. Was bitte soll ich ihm zeigen? Hau ihn eine runter. Gib ihm Saures. Du meinst, ich soll ihm mit meiner Körperkraft Schmerzen zufügen? Hört doch endlich auf, ihr Idioten. Um 6 Uhr kam Kittys Mutter ins Wohnzimmer und sagte, dass die Feier jetzt zu Ende sei und alle nach Hause gehen müssten. Kitty brachte ihre Gäste zur Tür. Ja, ich bringe euch noch zur Tür. Was gefällt dir denn bloß an dem Langweiler? Das war eine blöde Papa. Nur wegen dem Idioten. Florian boxte Konrad so fest in den Bauch, dass er gegen den Schuhschrank fiel. Jetzt habe ich aber genug. Hier, nimm das, du Blödjahr. Kitty haute Florian mit der einen Hand eine runter, mit der anderen boxte sie ihm in den Bauch und mit dem Fuß trat sie ihm vors Schienbein. Jetzt prügelst du dich schon wegen dem Feigling. Na und? Gott, wie peinlich. Ich glaub, du bist in den verliebt. Na und? Wie, du bist gar nicht mehr meine Freundin. Aua, auf ewige Feindschaft! Schreiend lief er davon. Auch die anderen machten, dass sie wegkamen. Das Mädchen hat gesagt, dass du in mich verliebt bist. Das stimmt wohl auch. Wirklich wahr? Wirklich wahr. Ab morgen gehen wir zusammen zur Schule. Und nach der Schule immer wieder zusammen zurück. Und wehe, wenn dich einer ärgert. Der kriegt es sofort mit mir zu tun. Konrad war nun schon 3 Wochen bei Frau Bartolotti. Jeden Morgen stand er leise auf, machte sich einen Kakao, nahm sich einen Joghurt aus dem Kühlschrank und dann ging er mit Kitty zur Schule. Auch auf dem Heimweg liefen sie meistens zusammen und Konrad erzählte Kitty von seinem Ärger mit den Mitschülern. Ist doch klar, dass sie dich nicht leiden können, wenn du sie bei der Lehrerin verpetzt. Aber ich muss ihr doch die Wahrheit sagen, wenn sie mich fragt. Und warum in drei Teufels Namen lässt du den Martin nicht abschreiben, wenn er mal nicht weiter weiß? Sonst lernt er es aber doch nie. Ach, Konrad. Irgendwann erzählte er Kitty auch alles über seine Herkunft. Sagen. Und sie schwor, höchste Geheimhaltung. Dass du es keinem weiter jetzt erzählst. Verstand sie den Konrad viel besser. Ich komme nämlich aus einer Fabrik. Oh. Trotzdem, Konrad, versuch bitte, dich ein kleines bisschen zu ändern. Florian und die anderen machen dir ja das Leben zur Hölle. Das stimmt. Eine ganze Horde lauerte ihm auf, sobald Kitty einmal nicht bei ihm sein konnte. Das war schlimm. Schlimmer noch aber fand Konrad die Streitereien zwischen Berti, Bartolotti und Apotheker Egon. Egon, hör endlich auf, dich in unser Leben einzumischen. Mach dir doch selber ein Kind oder bestell dir eins. Aber lass meinen Konrad in Ruhe, du blutleeres Apothekerglas. Du, jawohl, schmierige Salbenmesser, du. Der Junge braucht Vitamine, eine anständige Erziehung und das richtige Vorbild. Och. Ja, ich habe da durchaus ein Wörtchen mitzureden. Schließlich zahle ich Alimente. Und ich frage mich ernst, ob du immer weißt, was für den Jungen gut ist. Ach, stell dir vor, ich weiß vielleicht nicht immer so genau, was für den Jungen gut ist. Aber ich weiß, dass er vor allem jemanden braucht, der ihn gern hat. Und der nicht nur scharf auf seine 1A-Manieren und seine 1A-Zensuren ist. In solchen Momenten machte Konrad sich ganz dünn in seiner Spielecke, starrte auf seine Bausteine und zuckte nervös mit den Augenlidern. Dass ich in solche Familienverhältnisse hineingerate, hat in der Fabrik sicher niemand angenommen. Sonst hätten sie mich bestimmt darauf vorbereitet. Wirklich? In der Fabrik hatte man mit derlei überhaupt nicht gerechnet. Und das zeigte sich eines Samstagmorgens, als Frau Bartolotti zusammen mit Konrad und Kitty bei einem späten Frühstück saß. Es ist zum Mäusemelken. Ich meine, warum müssen die Leute andauernd etwas anderes sagen, als sie meinen? Das macht doch das Leben so schrecklich kompliziert. Meine Mutter ist da auch Meisterin. Sie sagt, liebes Kind zu mir. Aber das bedeutet, gleich hau ich dir eine runter.
ist nicht wahr. Bitte entschuldige, Kitty. Das ist nicht nett von deiner Mutter, trotzdem. Man sollte niemals schlecht über seine Eltern reden. Konrad! Moment mal. Also der Egon ist das nicht. Ich komme! Es war der Postbote. Ja. Und er brachte einen Eilbrief in einem großen, hellblauen Umschlag. Alles klar, ciao. Tschüss. Frau Bartolotti schaute den Brief an. Dann schaute sie den Konrad an. Dann steckte sie den Brief in die Tasche ihres Morgenrockes. Wer hat euch denn geschrieben? Wir suchen zu Reklameschreiben. Reklame kommt doch nicht per Eilpost. Ich sehe es doch an der Farbe. Der Brief kommt aus der Fabrik. Warum machst du ihn nicht auf? Da steht nichts Gutes drin. Das spüre ich in den Fingerspitzen. Na, dann musst du ihn erst recht aufmachen. Böse Dinge, die man kennt, sind meistens weniger schlimm als böse Dinge, die man nicht kennt. Ja, da hast du natürlich recht. Hier, dann lies doch mal vor. Sehr geehrte Frau Bartolotti, wie wir bei einer Überprüfung unserer Auslieferungsabteilung bemerkt haben, wurden Sie fälschlicherweise mit einem 7-jährigen Knaben beliefert, der Ihnen in keiner Weise zusteht. Die seinerzeit von Ihnen bei uns bestellten Gedächtnisstützen Memoria sind leider nicht mehr lieferbar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Instant-Kinder auf Lebenszeit Eigentum der Firma bleiben und nur leihweise zur Aufzucht und Benutzung an Eltern abgegeben werden. Der Rechtsweg ist daher ausgeschlossen und wir bitten Sie, das Produkt unserem Servicedienst in den nächsten Tagen zur Abholung bereitzustellen. Mit nochmaligem Bedauern und vorzüglicher Hochachtung. Gedächtnisstützen, das ist so ein Quark. Herr Konrad, eine Fehllieferung. Das Produkt zur Abholung bereitstellen. Sie werden ihn doch nicht etwa hergeben. Mama! Wie fühlt sich das an? Gut, aber ich... Du bist meine Mutter. Und du bist eine ganz gute Mutter. Ich will auf keinen Fall woanders hin. Das fühle ich ganz genau. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Konrad! Bist du sicher? Du fühlst es. Und wie? Gut, mein Sohn. Dann muss uns aber schleunigst was verdammt Gutes einfallen. Schreib ihnen doch einen netten Brief und bitte sie höflich... Satz. Nein. Was richtig Raffiniertes muss das sein. Was ganz Ausgebufftes. Mama, ich kann aber nicht mitmachen, wenn es etwas Verbotenes ist. Ich bin doch darauf nicht geschult. Das war mal wieder klug gesprochen, mein Sohn. Natürlich. Du bist nur aufs Bravsein geschult, genau. Ab mit dir ins Schlafzimmer. Nimm dir ein Buch mit. Ich habe mit der Kitty zu reden. Kitty, setz mal ab. Ja, endlich. Mach doch mal die Tür auf, bitte. Eine Stunde darauf stand Frau Bartolotti zusammen mit Kitty an der Hintertür der Apotheke. Unter dem Arm trugen sie jeweils das Ende eines zusammengerollten Teppichs. Weil es keine Klingel gab, der Herr Egon aber immer peinlichst genau darauf achtete, dass die Tür stets verschlossen war, machten sie so lange Radau, bis er endlich kam. Nun mach doch endlich auf! Wie lange sollen wir denn hier noch stehen? Was soll denn der Krawall? Bertie, du, Kitty, was macht ihr denn hier? Ja, komm, quatsch nicht. Hilf uns lieber. Hier, der Teppich muss nach unten in deine Wohnung, aber schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Er muss sofort versteckt werden. Teppich? Nicht der Teppich, der Konrad. Ja, wo ist denn der Konrad? Im Teppich. Ach, Idiot. Oh, Mann, Igilein, fass doch mal richtig an. Als sie Konrad oben in der Wohnung wieder ausgerollt hatten, erklärte Frau Bartolotti Herrn Egon, warum er den Konrad verstecken musste. Aber die Leute von der Fabrik sind sehr, sehr schlau. Sie finden mich überall. Ich weiß, Konrad, sie werden dich irgendwann finden. Aber bis sie dich gefunden haben, gewinnen wir Zeit. Und die brauchen wir, um unseren genialen Plan in die Tat umzusetzen. Bertilein, was hast du denn mit dem Jungen vor? Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Also passt auf. Der Servicedienst sucht nach einem braven, sehr manierlichen, fügsamen Instant-Kind. Naja, nach dem Produkt eben, das Sie ausgeliefert haben.
Also müssen wir das Produkt so verändern, dass sie es nicht mehr wiedererkennen. Willst du ihm die Haare färben? Konrad, was ist das Gegenteil von brav? Ungezogen. Und das Gegenteil von fügsam? Rebellisch. Genau. Und so musst du werden. Dann erkennen sie dich nicht wieder. Nur über meine Leiche. Mensch, Egon! Willst du, dass sie ihn abholen? Auf keinen Fall. Egilein, ich wusste, dass wir uns auf dich verlassen können. Bitte. Der Plan ist wirklich sehr, sehr gut. Aber du weißt doch, dass ich nicht ungezogen und rebellisch sein kann. Ich habe es ja Kitty zuliebe in der Schule schon 100 Mal versucht. Aber ich kann einfach nicht. Konrad, es ist wirklich ganz einfach. Bei der Erziehung läuft alles nach dem Grundsatz. Wenn ich etwas richtig mache, werde ich gelobt. Wenn ich etwas Falsches oder Verbotenes mache, werde ich ausgeschimpft oder missachtet, also bestraft. Kapiert? Soweit kann ich durchaus folgen. So, und die Kitty wird dich genau nach dieser Methode umschulen. Diese Umschulung muss sehr schnell gehen, deswegen wird sie zu außergewöhnlichen Mitteln greifen. Genau. Und deswegen werde ich auch sofort anfangen. Herr Egon, für diese Rettungsmaßnahme brauche ich absolut freie Hand in Ihrer Wohnung und Ihr uneingeschränktes Vertrauen. Was hast du denn nur vor? Ich bin sicher, dass Sie das nicht im Detail wissen möchten. Wenn Sie uns jetzt also bitte allein lassen würden. Schweren Herzens ging Herr Egon runter in die Apotheke und rührte Salben und Cremes. Frau Bartolotti ging schweren Herzens nach Hause. Kitty und Konrad dagegen übten noch bis zum Abend und nach anfänglichen Schwierigkeiten machte Konrad erste Fortschritte. So, jetzt sagst du immer ein anständiges Wort und ein Schimpfwort im Wechsel. Gnädige Frau, dürfte ich... Au! Kitty piekste Konrad mit einer Nadel. Du Trottel! Kitty gab Konrad einen Kuss. Du Rindvieh! Flachzange, Sackgesicht, Dumpfbacke, Kleingeist-Dumpfbatz. So übten sie immer im Wechsel und bereits nach 2 Stunden legte Konrad seine erste Prüfung ab. 2, 4, 5, 2, 1, 1, 3. Guten Tag, hier ist Gesine von Meier Schwanstein. Sie... Ja, bitte? Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, was für ein Idiot Sie sind? Super, Konrad. Du machst schnell Fortschritte. Danach musste Konrad eine ganze Wohnzimmerwand mit Kritzeleien und bösen Wörtern vollmalen und zwischendurch eine Tüte Gummibärchen naschen, obwohl bald Abendbrotzeit war. Als Herr Egon in die Wohnung kam, traf ihn fast der Schlag. Aber er hielt sich tapfer. Konrad präsentierte ihm seine Erfolge im Schimpf. Na, Reuter-Esel, du siehst ja mal wieder total besteuert aus. Herr Egon, na los, Sie müssen ihn loben. Konrad, es ist so wahnsinnig toll, hat noch nie jemand mit mir geredet. Ich bin stolz auf dich. Egelein, Sie sind eine Wucht. Den ganzen Sonntagvormittag verbrachte Herr Egon damit, unten in der Apotheke seine Rezepte zu sortieren. Als am Nachmittag die Decke über ihm bebte und er das Gebrüll von oben nicht mehr ertragen konnte, machte er einen langen Spaziergang. Hoffentlich alarmieren die Nachbarn nicht die Polizei. Frau Bartolotti versuchte zu arbeiten. Aber die Muster, die sie in ihren neuen Teppich webte, sahen ausnehmend hässlich aus. Gerade als sie am Mittag aufgeben wollte, klingelte es. Sie schlich zur Wohnungstür, spähte durch das Guckloch und erschrak gewaltig, denn sie sah mitten in ein himmelblaues Glubschauge. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Wir haben mit Ihnen zu reden. Öffnen Sie sofort die Tür! Was wollen Sie denn? Wir kommen wegen der Fehllieferung. Wenn Sie nicht sofort öffnen, dringen wir mit Gewalt ein. Das lassen Sie mal schön bleiben. Die 2 Männer, die jetzt vor Frau Bartolotti salutierten, hatten blaue Uniformen an. Sie waren sehr kräftig gebaut und bestimmt 2 Meter groß. Wo ist der Knabe? Er ist fortgelaufen. Seit 4 Tagen ist der Bengel verschwunden. Ja, dorthin, wo der Pfeffer wächst wahrscheinlich.
Dort liegt nämlich sein Geburtsschein, Vater. Ich sehe mich mal um. Das hätten Sie nicht zulassen dürfen. Er ist ja schließlich Firmeneigentum. Also, erst schicken Sie mir so ein Zeug, das ich nicht brauche, und dann kommen Sie und beschweren sich. Das ist doch die Höhe. Seit 4 Tagen, sagen Sie? Haben Sie den Verlust der Polizei gemeldet? Na, hören Sie mal. Wer meldet denn der Polizei den Verlust von etwas, das er gar nicht haben will? Wo ist denn jetzt der Kollege hin? Hey, halt! Was fällt Ihnen ein, hier herumzustöbern? Ach, von wegen seit 4 Tagen. Hier, in diesem Schulheft sind erst gestern Hausaufgaben gemacht worden. Fehlerfrei, versteht sich. Ha, jetzt sind Sie entlarvt. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Wir werden den Knaben schon aufspüren. Und damit marschierten die beiden Männer davon. Abends schlug Frau Bartolotti 3 Nägel in die Wand. Das war für Kitty das Zeichen, dass sie eine geheime Unterredung brauchen. Frau Bartolotti ging ins Badezimmer, kletterte auf den Klodeckel und beugte sich vor zum Lüftungsschacht. Eine Etage tiefer tat Kitty genau dasselbe. Bartolotti an Kitty, Bartolotti an Kitty. Hörst du mich? Ja, ich höre. Höchste Alarmstufe. Heute Mittag wollten die Blauen Konrad abholen. Sie haben Beweise gefunden, dass der Konrad noch gestern hier war. Ich habe auch schlechte Nachrichten. Meine Mutter hat erzählt, dass eine Frau in einem hellblauen Kostüm bei ihr geklingelt hat. Sie hat sich als Fürsorgerin ausgegeben und gefragt, wo sich der Vater von Konrad aufhielte. Und da hat meine Mutter die Adresse von Apotheker Ivo gegeben. Eben auf dem Weg nach Hause habe ich es hier und da hellblau aufblitzen sehen. Ich bin sicher, dass mir jemand gefolgt ist. Macht der Konrad denn wenigstens Fortschritte? Ja, natürlich. Er gibt sich große Mühe. Aber es ist nicht leicht für ihn. Ich kann nicht weitersprechen. Roger, Kitty, spätestens morgen Nachmittag haben sie ihn gefunden. Wir haben also nicht mehr viel Zeit. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ich werde morgen nicht in die Schule gehen, sondern gleich zu Konrad. Und dann... Dann sollen diese Waschlappen von Fabrikmännchen mal kommen. Sag dem Egon, er soll gleich morgen früh unbedingt die Hintertür zur Apotheke aufmachen. Ober und Engel. Montag früh, Punkt 8 Uhr, zog Herr Egon die Jalousie der Apothekentür. Alarmstufe! Kitty? Wir sind entlarvt. Was machst du schon hier? Du sollst da nicht so auffällig herkommen. Schauen Sie mal da drüben zur Telefonzelle. Und da an der Haltestelle. Oder da drüben vom Blumenladen. Überall blaue Uniformen. Ein bisschen viel blau, finden Sie nicht? Okay, ich werde dann mal hochgehen. Der Konrad bekommt heute seinen letzten Schliff. Um 9 Uhr trat Frau Berti Bartolotti durch die Hintertür zu Herrn Egon an die Theke. Von der Garderobe hatte sie sich einen weißen Kittel geschnappt und übergezogen. Abgesehen von den knallrot gefärbten Haaren und einem etwas zu schrillen Make-up sah sie jetzt aus wie eine echte Apothekerin. Naja, wir werden das Kind schon schaukeln, was? Ist Kitty um? Ja. Gestern haben sie mir fast die Augen zu tun. Und eben wackelte schon wieder der alte Kronleuchter. Hoffentlich fällt er nicht herunter. Um 11 Uhr betrat eine Truppe blau uniformierter Männer die Apotheke. Außerdem ein Herr im blauen Anzug mit graumelierten Haaren und Silberbrille. Hinter ihm hielt sich ein grau gekleidetes Ehepaar in Deckung. Als alle Stellung bezogen hatten, schloss der Direktor die Türe und hängte das Schild geschlossen. Sag mal, was fällt Ihnen denn ein, Sie himmelblauer Knöchsee? Ich denke, es ist auch in Ihrem Interesse, dass wir diese Sache diskret über die Bühne bringen. Ich bin der Direktor der Fabrik, dessen hochwertiges Produkt Sie vor uns versteckt halten. So, und jetzt drücken Sie den Jungen mal raus. Sie haben kein Recht auf ihn. Das grau gekleidete Ehepaar trat einen Schritt vor. Die Frau hatte eine winzige Spitznase. Der Mann hatte einen riesigen Schnauzbart und eine riesige Glatze. Seit Wochen vertrösten Sie uns. Seit Wochen. Gleich werden Sie Ihren Sohn in die Arme schließen können, meine Verehrtesten. Das wird aber auch Zeit. Ja, gut. Gut, dann händigen Sie uns jetzt bitte auf der Stelle den Jungen aus. Niemals. Aber. Nur über meine Rechte. Der Direktor und sein Trupp machten 3 Schritte nach vorne. Dann hielten sie inne. Denn der
Kronleuchter an der Decke der Apotheke fing wieder an zu wackeln. Gut, gut, gut. Dann wird er eben von alleine kommen. Meine Instant-Kinder gehorchen schließlich aufs Wort. Konrad! Konrad! Komm jetzt auf der Stelle herunter! Konrad! Der Herr Direktor will dich schlecht. So hört er denn nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich rede mir seit Wochen den Mund fusselig. Aber er tut einfach nicht, was man ihm sagt. Wir haben aber ein artiges Kind bestellt. Eines, das auf Vorfreude. Anscheinend wird er gewaltsam festgehalten. Männer, wir stürmen die Bude. Halt, ja, halt! Nein, ja, halt. Gehen wir auf den Weg. Aber Kitty wusste schon Bescheid. Sie erwartete die ganze Horde mit einem breiten Grinsen an der Wohnungstür von Herrn Egon. Na, dann kommen Sie mal rein, alle miteinander, wenn Sie denn so unbedingt wollen. Kitty flitzte die Wendeltreppe zu Herrn Egons Schlafzimmer. Die anderen rannten hinterher. Am unteren Ende der Treppe blieb der Direktor plötzlich stehen. Hinter ihm bremsten alle ab und neigten ihre Köpfe in den Nacken. Oben an der Treppe stand Konrad. Schön, dich wohl aufzusehen. Aber jetzt komm bitte. Hier, deine Eltern freuen sich schon sehr auf dich. Komm. Okay, ihr Trottel, ich komm ja schon. Konrad rutschte bäuchlings mit den Beinen voran das Geländer herunter. Die Frau mit der Spitznase stand jetzt unglücklicherweise gerade am Ende des Geländers und Konrad stieß sie mit seinen Füßen um. Sorry, Alter, das war leider Absicht. Dann stellte er sich breitbeinig auf die unterste Treppenstufe und schaute grinsend in die Runde. Und welches Warzenschwein hat da eben wie eine gesenkte Sau nach mir gebrüllt? Oh mein Gott, das soll ein wohlerzogenes Kind sein. Leg dich nicht auf, Alter, sonst schneide ich dir den Schnurrbart ab, dann hast du gar keine Haare. Papa, du hast doch bestimmt Hunger. Klar habe ich Hunger. Was willst du denn? Himbeerpudding mit Spinat. Na, was so? Alle gingen in Deckung, denn jetzt warf Kitty von oben mit Himbeerpudding und Spinat. Das machen wir immer so. Ja, genial, ne? Nur leider zielt sie so schlecht. Der Fabrikdirektor nahm die Brille von der Nase, weil er nicht mehr durchschauen konnte. Dieser Junge kann unmöglich aus meiner Produktion stammen. Wir kaufen uns sowieso lieber einen Hund. Nicht wahr, Liebes? Ja, Günther, Kinder sind ja doch so schrecklich. Also, dann gehen wir und zwar sofort. Ja. Alle Mann abrücken. Hey, und was ist mit mir? Du gehst mich überhaupt nichts an. Du Satansbraten. Schön, dass Sie meine Dame, die Herren, es war mir ein Fest. Ja, ich weiß doch, wenn ich Sie jetzt hinaus begleite. Wenig später saß Konrad ziemlich blass auf den Stufen der Wendeltreppe. Kitty saß vor ihm, Frau Bartolotti links und Herr Egon rechts neben ihm. Ach, das war aber sehr anstrengend. Och, mein armer Schatz, mein armer Schatz, du. Mein armer Schatz. Konrad, du warst herrlich. Muss ich jetzt immer so sein? Gott bewahre. Muss ich jetzt wieder so sein wie früher? Gott bewahre. Kitty stand auf, zog Konrad von der Treppe und umarmte ihn. Ach, Konrad, das kriegen wir schon hin. Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse von Christine Nöstlinger. Bearbeitung Judith Reuters. Es sprachen Konrad, Oskar Köppen, Verti Bartolotti, Manon Strache, Erzähler René Heinersdorf, Egon Horst Koterba, Kitty Marianne Schneider, Florian Dario Schramm, Anna Mike Maslow, Direktor Bernd Kuschmann, erster Fabrikangestellter Volker Niederfahrenhorst, zweiter Fabrikangestellter Michael C. Koch, Mann Tom Zahner, Frau Rotraud Rieger und die Kinder Franka Florath, Antonia Hermanns, Leon Jarey, Kurt Bastian Riemann und Clara Schröder.
Technische Realisation: Markus Hassler und Steffen Jahn. Musik: Rainer Quade. Regieassistenz: Ellen Verstehen. Regie: Claudia Johanna Leis. Das war meine Absicht! Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion: Ulla Illerhaus. Hoffentlich alarmieren die Nachbarn nicht die Polizei.